Hallo Leute, mein Name ist OzaC und willkommen zurück in einem weiteren Tag in Minecraft hier in unserer Therme, wo wir heute ein Plätzchen finden für unsere Glow Legion Farm. Bevor wir dies aber machen, möchte ich euch etwas auf den Weg geben, wie denn die römische Thermenkultur oder Badekultur funktioniert hat. Und wichtig zu verstehen ist, die Badekultur ist weniger ein Baden, wie wir es heute verstehen, sondern eher so saunamäßig, allerdings nicht mit den hohen Temperaturen. Und das ganze Prozedere hat hier in der Mitte, in diesem Raum begonnen, nachdem sich die Römer oder Römerinnen entkleidet hatten, kamen sie hier in den ersten Raum, das Frigidarium, das Kaltwasserbecken. Und es ist nicht so sehr mit springen rein, planschen etwas rum und werden sauber, sondern die Reinigung fand hier im Trockenen statt und man konnte sich einfach hier in den Becken abkühlen. Da die meisten Römer nicht schwimmen oder nicht besonders gut schwimmen konnten, waren die Becken auch nur so tief, dass man darin nicht ertrinken konnte. Hier auf der Seite haben wir auch ein Becken, aber typischerweise war dies dann eine Sportstätte zur körperlichen Ertüchtigung, wie beispielsweise ein Sandplatz zum Ringen. Und in großen Thermen wie dieser hier gab es dann auch ein Natio, ein großes Wasserbecken, das wirklich dafür da war, um ein bisschen zu schwimmen für die Römer, die dies konnten. Für den Rest ging es dann hier auf dieser Seite weiter, das Tepidarium, das Warmwasserbecken. Hier war das Wasser etwas wärmer als da draußen, vielleicht vergleichbar mit dem Wasser im Natatio. Und dann von hier kommend, Kaltwasser, wärmer. Ihr könnt es euch denken, hier auf dieser Seite wird es dann ganz warm. Das Caldarium, das Warmwasserbecken oder Heißwasserbecken. Und hier auf der Seite fehlt ein bisschen Wasser hier. Und wir reden hier nicht wirklich von siedenheiß, sondern etwa 40 Grad. Und auch hier war die Beschäftigung mit Aufgüssen und so am Trockenen und das Wasser war hier dann definitiv nicht gedacht zum Baden. Nun aber, ich denke, ich werde ein Plätzchen suchen, wo ich die Glow Legion Farm platziere und dann werden wir sehen, warum denn diese Version besser ist als die alte. Und da haben wir es, die verbesserte Version von unserer Glow Legion Farm, die wir da drüben in Folge 16, glaube ich, gebaut haben, weil wir was für den Boden von unserer Halle brauchten. Und warum ist die besser? Ganz einfach, wir haben eine ganze Reihe Hopper rundrum, die dazu dient, die Dispenser aufzufüllen. Und die erste Version hatte überhaupt keine Hopper, bis auf die zwei, denn die zwei sind für die Clock. Aber nun können wir etwas mehr Bone Meal speichern und das sollte doch reichen für ein Weilchen. Allerdings verbrauchen wir, wenn sie läuft, mehr Bone Meal als
wir reingeben können, denn die ganze Maschinerie ist beschränkt durch Hopper Speed. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dispenser, die immer wieder mal was dispensen. Und zum Liefern benutzen, habt ihr gesehen, kriege ich hier so rein mit dem Trapdoor. Und alles, was ich dann brauche, ist eine Schere. Und so bekommen wir ziemlich schnell ziemlich viel Glow Legion. So. Und mit dieser Farm habe ich dann auch alles, was ich benötige, um das Gebäude da hinten fertigzustellen, was wir nächstes Mal angehen. Heute mal eine etwas kürzere Folge. Und nächstes Mal machen wir die Farm da hinten fertig. Und dann wahrscheinlich danach haben wir da drüben noch eine Farm stehen, die ist ähnlich groß. Die können wir wahrscheinlich auch irgendwo hier drin ein Plätzchen dafür finden. Also, bis dann und tschüss.